Wir können die Zeit nicht wirklich verstehen. Wir sind biologisch heute nicht automatisch in der Lage, gutes Zeitmanagement zu betreiben. Was gibt dafür eine Lösung? Stellen wir uns einmal vor, einer unserer Vorfahren vor Tausenden von Jahren wurde von einem Löwen angegriffen. War es dann wichtig, dass er schnell weglaufen konnte? Natürlich. Und trotzdem war etwas anderes noch wichtiger, nämlich die Richtung, in die er lief. Wenn er sehr schnell auf den Löwen zulief, ja, dann war er nur schneller tot. Er musste also schon vom Löwen weglaufen. Soll heißen, Richtung ist wichtiger als Zeit. Richtung schlägt Zeit. Und das ist heute noch so. Es ist wichtiger, in welche Richtung wir gehen, als wie schnell wir gehen. Das ist nur den meisten so nicht bewusst. Und damit sind wir beim ersten verblüffenden Geheimnis der Zeit. Der Kompass, der die Richtung anzeigt, ist wichtiger als die Uhr. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, was hat ein Kompass mit Zeitmanagement zu tun? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben eben gelernt, dass die Richtung die Zeit schlägt. Wenn ein Löwe uns angreift, ist es wichtig, dass wir in die richtige Richtung laufen. Das heißt für uns, es ist wichtiger, was wir tun und warum wir es tun, als wie schnell wir es tun. Das Was symbolisiert der Kompass. Wenn wir also über Zeitmanagement reden, müssen wir uns immer zuerst mit unserem inneren Kompass beschäftigen. Was ist uns wirklich wichtig? Welche Ziele haben wir wirklich? Machen wir einen Sprung in der Geschichte der Zeit. England führte erst Ende des 19. Jahrhunderts eine einheitliche Uhrzeit ein. Es war die sogenannte Greenwich Mean Time, GMT genannt, GMT. Bis dahin hatte tatsächlich jeder Ort seine eigene Uhrzeit. Was heißt Uhrzeit? Es gab zwar Uhren oben auf den Kirchtürmen, die zeigten aber immer nur die volle Stunde an. Und wenn eine Stunde um war, dann sprang der Zeiger plötzlich um auf die nächste Stunde. Pünktlichkeit war also überhaupt kein messbarer Faktor, so wie das heute der Fall ist. Minuten wurden ja gar nicht angezeigt. Als die GMT-Zeit eingeführt wurde, da protestierten übrigens die Leute an anderen Orten ganz energisch. Die haben gesagt, warum soll ich mich plötzlich nach der Londoner Zeit richten? Ich habe doch meine eigene Zeit. Aber es gab ja inzwischen Eisenbahnen. Und die sollten natürlich dann auch geregelte Fahrpläne bekommen. Und da war es schon wichtig, dass man sich auf die Zeit einigen würde. Aber das entsprach nicht dem Wunsch der Menschen. Und dennoch, jetzt wurde sie vereinheitlicht. Vorher war es sehr individuell, unterschiedlich, also sehr individuell von Dorf zu Dorf, aber auch individuell von Mensch zu Mensch. Denn stellen Sie sich mal vor, Sie hätten sich um 19 Uhr zum Essen treffen wollen. Dann kam der eine ungefähr um 19 Uhr, der andere kam vielleicht so um 19.20 Uhr, der andere kam um 19.47 Uhr, wenn wir heute auf die Uhr gucken würden. Und keinen hat das gestört, denn die Uhr an der Kirchturmspitze zeigte ja unverändert 19 Uhr. Und das ist das zweite verblüffende Geheimnis von Zeit. Jeder Mensch hat seine Eigenzeit. Sie haben das, ich habe das. Und die ist nicht identisch mit der gesellschaftlichen Zeit. Wir wissen alle, dass Zeit relativ ist. Aber das zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Einstein hat es gut erklärt. Er sagte sinngemäß, wenn wir Zeit mit einem geliebten Menschen verbringen, dann vergeht diese Zeit wie im Flug. Wenn wir dagegen auf einer sehr heißen Herdplatte sitzen, dann vergeht die Zeit sehr langsam. Zeit ist also nicht gleich Zeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, hat aber eine ganz praktische Bedeutung für uns, denn jeder empfindet Zeit anders. Und jeder hat ein anderes Zeitgefühl, einen eigenen Lebensrhythmus. Forscher nennen das Eigenzeit. Eigenzeit. Wenn wir uns zu sehr nach der gesellschaftlich genormten, festgelegten Zeit richten, oder nach dem Rhythmus einer Firma
oder nach dem Lebenstempo anderer Menschen, dann werden wir von unserer Eigenzeit entfremdet. Wir werden gewissermaßen von uns selbst entfremdet. Das durchdenken wir so nicht, wir fühlen uns einfach unglücklich. Wir fühlen uns unfrei, wir fühlen uns gefangen, gestresst. Wir haben den Eindruck, dass wir einfach nicht mehr unser eigenes Leben leben. Es gibt erst seit kurzem ein relativ neues Phänomen, die Jetztzeit. Ganz gleich, wo jemand ist, wir können in der Jetztzeit miteinander telefonieren. Wir können uns dabei sogar sehen. Das heißt aber auch, Nachrichten aus der ganzen Welt prasseln auf uns ein. Nachrichten, die wir nur passiv aufnehmen können. Unsere Hände sind ja irgendwie gebunden. Wir können sehr wenig tun. Einmal, weil es gar nicht in unserer Macht liegt. Es ist ja zu weit entfernt. Und bei uns kommt es ja so gar nicht vor. Aber die Nachrichten bringen diese Ereignisse zu uns nach Hause. Und daraus ergibt sich das dritte verblüffende kleine Geheimnis der Zeit. Wir können gar nicht so viel handeln, wie wir bei der vielen Information handeln müssten. Durch die moderne Telekommunikation bekommen wir ungeheuer viel Information. Information hat aus der Geschichte heraus für uns nur aber eine einzige Bedeutung, nämlich, dass wir daraufhin etwas tun, dass wir handeln, und zwar sofort. Wir sehen etwas, den Löwen, wir laufen weg, sofort. Jetzt sehen wir im Fernsehen einen Löwen, der greift an, ja, aber wir sitzen im Sessel und essen Chips. Wir können also unsere Erregung gar nicht mehr in Handlung umsetzen. Und dadurch passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das müssen wir verstehen. Wir haben ständig das Gefühl, dass wir viel mehr tun müssten, als wir tatsächlich tun. Wir können heute gar nicht mehr auf alles reagieren. Das ist unmöglich. Früher konnten unsere Vorfahren das. Ja, sie mussten reagieren, um zu überleben. Wir müssen heute auswählen, was wir tun wollen. Und das haben die meisten nicht gelernt. Und so sitzen die meisten Menschen tatsächlich 4 Stunden täglich vor dem Fernseher. 4 Stunden. Das heißt, 4 Stunden lang tun sie nichts, nehmen intensivste Dinge nur passiv auf. Und weil sie irgendetwas tun wollen, knabbern sie dann irgendetwas, zum Beispiel Chips. Es ist darum wichtiger denn je, dass wir genau wissen, was uns wichtig ist. Dass wir auch wissen, was wir können, was uns Spaß macht. Und dass wir auf diesem Feld Ergebnisse erzielen, also produktiv sind, auf dem Feld dessen, was wir können und was uns Spaß macht. Das heißt, wer nicht gezielt produktiv ist, den überfordern die vielen Reize und der tut dann schließlich immer weniger und fühlt sich immer schlechter. Das Problem an der Vielzahl von Reizen, die dann nicht zu einer Handlung fühlen, weil wir ja passiv da auf der Couch sitzen, ist leicht erklärt. Wir stumpfen ab. Und um dann trotzdem Spannung zu erleben, gieren wir nach größeren Sensationen. Aber bei all dem bleiben wir passiv. Fassen wir zusammen, was wir gelernt haben. Erstens, wir können die Zeit nicht wirklich verstehen. Wir sind biologisch heute nicht automatisch in der Lage, gutes Zeitmanagement zu betreiben. Aber es gibt dafür eine Lösung und das ist unser innerer Kompass. Zweitens, Zeit ist gesellschaftlich festgelegt worden. Aber wir haben alle eine individuelle Zeit, eine Eigenzeit. Und nach der wollen wir uns auch richten. Und jedes Mal, wenn wir uns ausschließlich nach der gesellschaftlich festgelegten Zeit richten oder nach der Zeit der Firma eines Chefs, fühlen wir uns unfrei und damit auch unglücklich. Drittens, wir bekommen ungeheuer viel Information und wir können gar nicht so viel handeln, wie wir das bei der vielen Information müssten. Dadurch stumpfen wir ab und wir resignieren. Wenn wir dagegen produktiv sind, fühlen wir uns aktiv und dann fühlen wir uns wohl und glücklich.